Ja, zurück vom Schweineschwingen wieder hier im Freien bei unserem Amnesia Machine for Pigs. Von da sind wir gekommen und nach da müssen wir irgendwo. Hier haben wir wieder so einen schönen kleinen alten Lastwagen. Und ich habe überhaupt keine Ahnung, wo wir hin müssen. Come on, Papa. Let's climb this one. I can see more pictures at the top. Oben sind noch mehr Bilder auf dem Lastwagen. Aha, St. Stantons Kirche. Oben. Ah, hier ist eine Tür offen. Es ist ja wirklich hier so 19. Jahrhundert, ne? Also, kommen wir da durch? Schauen wir mal. Kommen wir durch. Wir sind heute schlank. Weight Watchers lässt grüßen. Was? Moment. Ich meine, wenn die da oben Jum Jum macht, ist ja in Ordnung, aber warum macht unsere auch Jum Jum? Chemikalientransport, Gefahr, höchst ätzend, höchst entzündlich. Na super. Ja, wir haben letztes Mal schon keine Schutzkleidung bekommen. Ach, guck mal. Ja, Heide Witzka. Der hat hier eine richtig riesige Fabrik aufgebaut. Meine Güte, meine Güte. Der ist zu. Da ist zu. Und nun? Nun sagt uns das Tagebuch, wir haben einen Lastenaufzug gefunden. Oder was? Dieser Kanister sieht so aus, als würde er zu der Treibstoffpumpe passen, die ich zuvor gesehen habe. Jedenfalls verströmt er denselben unsäglich unheiligen Gestank. Ich werde nicht an das denken, das in seinem Käfig an mir vorbeilief. Ich werde nicht noch einmal in diesen finsteren Maschinenraum hineinschauen. Es gibt Dringenderes zu erledigen und vielleicht sogar die Gelegenheit, Zugang zu St. Duncans zu erlangen. Wir müssen also in die Kirche. Heilige Befehle. Diese Kirche scheint mit dem Berg verbunden zu sein. Wie merkwürdig. Dennoch weist sie mir angesichts der geschlossenen Türen und die Tankstelle herum einen weiteren Weg in den Hauptteil der Einrichtung. Der Laster steht mir aber im Weg. Fast scheint es so, als ob der Saboteur gewusst hätte, dass ich diesen alternativen Eingang in Betracht ziehen würde. Seht ihr? So kann man dran vorbeilaufen. Nur um da nochmal der Richtigkeit halber, ich weiß, dieser Laster steht im Weg. Sonst könnten wir auch hier hindurchgehen. Und wenn wir dann durch in die Kirche wollten, nämlich hier, Moment, kommen wir auch nicht rein, obwohl es so aussieht, als wenn wir reinkommen. Aber wir können nicht hier zwischen hüppeln. Nein, wir können... Ach, ja. Der hat mir jetzt schon wieder den Rest gegeben. Alles klar. Nein, aber es geht nicht. Sonst würden wir ja jetzt hier nicht rein müssen. Ja. Benzinkanister, Treibstoffpumpe. Na toll. Kann ich euch sagen. Na toll. Da freue ich mich doch einfach mal. Wunderbar. Klasse. So, ich frage mich gerade, hallo? Ich kann hier gar nicht. Ja, super. Und jetzt? Jetzt möchte ich gerne Jum Jum machen hier. Oh, guck mal. Das Mann arbeitet noch. Aber ich komme hier doch. Ich komme hier nicht rein. Was ist hier los? Treibstoff. Treibstoff. Wo ist denn hier eine Tankstelle? Gerade war die Rede von einer Tankstelle. Hier auch.
ist diese Musik, Freunde. Diese Musik jetzt. Ich bin der Tankboy, die Tanklady. Tanklady mit dem Tanktop. Ja, super. Und jetzt? Muss ich den jetzt da. Lieferplan. Wie zum Teufel sollen wir diese verdammten Terminpläne einhalten, wenn selbst die einfachste Ausrüstung, die man uns zur Verfügung stellt, einfach nicht ihre vorgesehene Funktion erfüllt? Diese verfluchten neumodischen LKWs schaffen nur einen Bruchteil der Strecke meines alten Gauss, bevor ihnen ihr stinkendes Benzin ausgeht. Der Boss sagt zwar, dass das schon in Ordnung wäre und dass es außerhalb der Fabrik genügend Pumpen für ihre Betankung gäbe, aber dazu darf man dann einen verflixten Tank vom LKW zur nächsten Pumpe schleifen und ihn dort auffüllen. Und der im Lagerraum ist wieder leer. Egal, zum Teufel damit, genug für heute Nacht ab ins Bett. Ist ja nicht gerade so, als ob jedermann Zugang zu diesem verdammten Friedhof bräuchte. Nachricht für Handy, wir treffen nun Damson Templar auf ein Bier. Aha. Das heißt... Das lieb ich ja im Lagerraum. Pumpe. Ja. Wo müssen wir pumpen? Ist jetzt wieder zurück oder was? Wo ist diese Musik da? Die macht mir Angst. Jetzt bin ich froh, dass wir aus dem ganzen Schlamassel raus sind. Jetzt soll ich da wieder rein in das Schlamassel? Freunde, ich habe da keine Lust drauf. Ich habe da wirklich keine Lust drauf. Hin und her und her und hin. Aber hier war noch ein Stück. Ich meine, wir können jetzt hier. Ich meine, ich habe ja. Ich gehe mal einfach zurück. Okay, die Tür, die war. Schweinchenkadaver. Ist doch alles zu. Ist alles zu. Warnung, Treibstoffpumpen, ja. Aber wo? Wo sind hier Treibstoffpumpen? Wo? Wo sind jetzt hier die Treibstoffpumpen? Ich sehe nämlich keine Treibstoffe. Ach, hier. Ha. Okay, Freunde, ich habe da so eine Idee. Aber ich weiß genau, da wird was kommen, sonst wäre die Musik nicht da. Oh. Oh Gott, Hilfe. Bitte hör auf, Gänsehaut, hör auf. Na komm, zack. So, wir nehmen den Kanister. Einfach mal auf. Ich habe so ein gutes Gefühl, dass das keine gute Idee ist. Was meint ihr? Es kann keine gute Idee sein. So, Freunde. Er passt. Eine Technik hier, muss ich ja echt sagen. Ich hab's gewusst.
So. Der Lister ist voll. Ich hatte gerade so das Gefühl gehabt. Dieses unsagbare Gefühl, ich hätte gar keinen Diesel da drin oder Benzin. Ich möchte jetzt gar nicht wissen, was jetzt passiert. Irgendwas passiert. Stimme sicher irgendwas passiert. Komm. Hey, was ist jetzt los? Na toll. Also, ab zum Alkaba. Worauf lasse ich mich da eigentlich immer ein, Freunde? Schweinegeschrei. Hilfe! This way, Papa. Come and see. Will it hatch? Can we take it home? Yes, my darlings. Of course we can take it home. Das wird schlüpfen. Hier ist jemand begraben. Hier brennt eine Kerze. Ist etwas passiert? Ja, nee, ist klar jetzt. Ist nur ein Fensterladen. Da geht's zur Kirche. Nein, Freunde. Es war zwar ein kurzes Let's Play, aber ich mache jetzt hier erstmal Pause. Also die Gänsehaut lässt mich im Moment nicht in Ruhe. Ich sag mal, bis zum nächsten Teil. Boah, Gänsehaut, lass kommen. Okay, bis denne. Bis gleich.